Und schön, dass ihr im Start seid zum neuen Video hier aus Delmenhorst. Ihr habt es gelesen, der deutsche Fährhardt. Ich habe mal wieder echt alle Hebel in Bewegung gesetzt. Stellt euch Deutschland eine Landkarte vor, überall habe ich meine kleinen Vögelchen ausgesetzt. Und jedes Mal, wenn ein Vögelchen mir was zwitschert, dann gibt es so ein paar Sonnenblumenkerne. Und ich habe es wirklich geschafft, diesen Döner ausfindig zu machen. Es war nicht leicht. Und wirklich, alles soll wie bei Pferd sein. Holzkohle, Bam, Fleisch brutzelt an dieser Kohle. Dieser schöne Rauchgeschmack rein in den Döner. Und wir werden heute gucken, ob das Ding so schmeckt wie bei Pferd. Besser, schlechter. Ich werde es euch sagen, dass für dieses Engagement, das ich beweise, dass ich an den Tag lege, unbedingt Daumen oben knallen, wie immer, damit das Video viral geht. Ich danke euch für euren Support immer. Ihr seid die Besten. Kuss, Kuss. Wir werden direkt jetzt dahin ballern. Und dann schauen wir mal, was der Döner bringt. Ich finde das echt immer faszinierend. Guckt euch diese kleine Straße an. Das könnte hier in Buxtehude um die Ecke sein. Hier ein Mehrfamilienhaus. Und hier soll jetzt in einer Minute, soll da tatsächlich der deutsche Pferd am Start sein. Ich glaube, mein Schwein pfeift, Ahmed. Ja. Er baut einen Döner in ein Wohngebiet. Das fehlt jetzt noch. Weißt du, was ich jetzt erwarte, Ahmed? Dass so ein Haus wie hier auf einmal unten hat jemand sich gedacht, ich habe Wohnung gekauft. Scheiße, ich mache einen Dönerladen unten rein. Ich habe keinen Bock mehr hier zu wohnen. Ja, da ist er. Genau neben der Moschee. Denkst du, die gehen da auch gerne essen? Ja klar, bestimmt. Ja, ne? Machen wir das zum Glück auf Diät, sonst würde er jetzt nicht rauskommen. Oh, Gazelle. Guck mal, wo er rauskommt, jetzt mal bei einem Ernst. Du bist gelenkig wie, keine Ahnung, wie eine Schlangenfrau, Bruder. Ich hätte nicht gedacht, weil ich dachte, ich kann mich jetzt über dich lustig machen, aber das war gut. Respekt, naja. Der ist schön an schön an Holzkohle gegrillt, ne? Der muss doch krank schmecken. Ich nehme mal Ahmed hier einmal ab. Also zumindest dieser Holzgeschmack muss ja reingehen in das Fleisch. Und das heißt, er muss schon mal einzigartig sein. Auf gewisse Weise ist es ein Pluspunkt. Wenn er denn trotzdem nicht gut schmeckt, ist es echt schwach. Ich denke natürlich auch immer dran, Zack Plus ist immer am Start. Macht das auch hier möglich, das Ganze. Die ganze Mission supportet das. Holle 10 ist der Code. Zack Plus, besten Supplements. Ist das der Besitzer hier? Nein, nein, nein. Nein, nein Holle, ist Holle, nicht? Grüße dich, Holle, grüße dich, Holle, mein aber, Lieber. Aber man kennt euch ja. Ne? Man kennt uns inzwischen, ne? Genau. Und ich habe gerade zu meinem Bruder gesagt, wenn Holle kommt, sag mir bitte Bescheid. Ich habe nicht angerufen, ne? Ich komme jetzt gerade einfach so. Wirklich, zufällig. Das kann jetzt. Weißt du, wie das passiert ist? Wir hatten Vögelchen gezwitschert, dass ihr hier seid. Ich habe überall Vögelchen. Gebe ich dann so ein bisschen ein paar Sonnenblumenkerne und okay, zack. Und okay, dann. Sehr, ja, sehr, ja, sehr, ich habe überall meine Vögelchen. Hi, mein Lieber, du bist der Sohn. Also okay. Mein was macht ihr da rein? Benzin? Ist das Benzin? Das ist mein Schweiß. Der gibt extra Würze. Ja. Wir haben gerade gehört, hat er gerade erzählt, unser Kollege, der hier im Burgerladen hat, wo wir letzten Test gemacht haben. Da hat einer gesagt, besser als Fährhardt in Wien soll er sein. Ja, hat er gesagt. Das ist seine persönliche Meinung. Ich habe das von unseren Resonanzen auch gehört. Ja. Ein Kunde, also er hat es kommentiert, er hat gesagt, besser als Fährhardt. Okay, krass. Sein Geschmack, ich weiß. Krass, da bin ich gespannt. Aber ich bin davon überzeugt, weil ich weiß ja, wie das gemacht wird. Ja. Von dieser Keule, von Jungbulle, ja, der zersägt das und der macht aus diesem Stück dünne Scheiben und dann spießt er das auf. Und mariniert er das nochmal nach seinem. Oh, schön. Und leg das noch mal so 2 Tage in Marinade. Boah, hört sich brutal an, Leute. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Fleisch soll ich direkt jetzt probieren. Oha, ich guck mal einmal. Erstmal kann ich euch sagen, zu 100% anders. Geht in keinster Weise in die Pferdrichtung, komplett eigenes Produkt, wird ganz anderes Fleisch benutzt, Geschmack 100% anders. Ich muss das mal wirken lassen. Aber eins kann ich euch sagen, ist schon heftig. Ich habe immer Angst, dass es nichts wird, aber es kann was werden, Leute. Hatte eben beinahe im Griff, was ich, wie das geschmeckt hat. Oh, ich denke noch dran, Leute, immer. 2 Kanäle jetzt am Start mit Videos wie auf dem Erstkanal. Holle TV, ich schreibe das in die Videobeschreibung rein. Komplett gleiche Qualität, gleiche Sachen wie hier, nur dass ich ein bisschen mehr Content noch bringen möchte. Klickt drauf sehr gerne, lasst ein Abo da. Jetzt geht's weiter hier im Video. Samstags machen wir noch Hähnchengemüse-Döner. Macht ihr auch noch Hähnchengemüse Samstag? Genau, das ist aber dann so dazwischen. Boah.
Das ist ganz böse, den muss ich eigentlich auch probieren. Hier schmeckt richtig die Struktur im Fleisch. Das ist nicht so Standard, die Sache, sondern es schmeckt richtig, da sind Fleischstücke drin. Du schmeckst es beim Biss. Wirklich, sehr geil. Wir bestellen direkt ohne Soßen, mein Lieber. Ohne Soßen? Ja, ne? Tomaten, Zwiebeln, ja. Petersilie. So genau. Tomaten, Zwiebeln und Petersilie finde ich gut. Brot macht ihr auch selber? Brot kommt vom Steinofenbäcker. Steinofenbäcker. Mhm. Wunderbar. Völlig legitim. Guck mal hier, Leute. Schön. Bist du zufrieden? Selbstzufrieden, ja. Es wird immer besser. Den muss man schön medium toasten. Ja, seht ihr das, Leute? Das ist ganz wichtig, weil sonst könnt ihr das ohne Soßen knicken. Die Lichtverhältnisse sind nicht perfekt, aber es ist schön rosa von innen. Jungbullenfleisch. Ihr seht auch, wie hell das ist, ne? Das ist was ganz anderes als so ein dunkler Spieß. Ihr habt ja oft von mir schon gehört, diese Aussage, schmeckt irgendwie wie Suppenfleisch, wie Beinscheiben oder so. Ich weiß nicht, ob es Kostenersparnisgründe sind, dass dieses Fleisch benutzt wird. Aber oft bei Selfmade-Dönern, hast du wieder so einen Bereich, wo du viele Dönerläden mit in diesen Bereich reinpacken kannst vom Geschmack. Das geht alles in eine ähnliche Richtung. Und dieser hat komplett seinen eigenen Charakter. Komplett. Ich hätte es fast gegriffen eben, wie ich euch das beschreiben kann. Aber wurde hier abgelenkt. Perfekt. Ich danke dir, mein Lieber. Wir gehen eben einmal draus essen, kommen wir wieder dann, ne? Perfekt, danke. Guckt euch das nochmal an. Kräftiger gewesen, das Fleisch, fragt mich nicht warum. Ich muss intervenieren, das Döner wird nur mit Soße gehen. Das Brot hat Selfmade-Charakter, sehr starken Selfmade-Charakter. Du musst einfach dann auch so sagen, wie es ist. Wenn ich selber Brot mache, kritisiere ich mich selber daran, dass ich sage, es schmeckt halt wie zu Hause selber gemacht. In dem Sinne nicht professionell. Lecker, aber das Brot, da bin ich nicht so begeistert von. So fehlt mir einfach der Wumms. Muss ich mal probieren, Armin? Ich bin gespannt, ob du weißt, was ich meine. Fleisch an sich von der Würze hat Wumms, aber es bröckelt so ein bisschen im Mund, dass es so eine leichte trockene Note kriegt. Alleine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja? Das habe ich eben auch gehabt, als er es mir frisch abgeschnitten hatte vorher, habe ich es gar nicht gehabt. Mhm. Jetzt war das ein bisschen trocken, Brot dazu noch diesen nicht perfekten Charakter. Immer noch, Leute, alle 5 gerade sein lassen. Ich würde töten dafür in meiner Stadt für diesen Döner. Ne? Diese Qualität muss man schätzen. Man merkt, es ist heftige Qualität, aber leicht aufbesserungsbedarf. In der Hinsicht erstmal so, Ferhat hat sein Leben gewidmet, diesen Spieß in der Quali und auch in der Saftigkeit und dieser Beschaffenheit zu erschaffen. Das ist ein Kunstwerk. Ne? Alleine der Punkt, es saftig zu halten, bei dieser Hitze und allen Faktoren, die damit einspielen, das ist eine Wissenschaft. Er ist der Albert Einstein unter den Fleischspießbauern. So, gucken wir mal. Ich werde den erstmal noch mal immer mit Soßen rausziehen. Ich habe eben getestet. Fleisch, als ich es so getestet habe, viel saftiger gewesen. Ich weiß nicht, ob er bei der zweiten Runde vielleicht, keine Ahnung, zu spät abgeschnitten oder so, war vielleicht nicht mehr ganz medium. So hat mir ein bisschen beim Brot auch, es war so ein bisschen, als wenn ich zu Hause Brot mache, lecker und wirklich top. Ich habe eben auch gesagt, für mich in der Stadt würde ich töten für den Döner. Aber ich habe mir beim ersten Döner jetzt ein bisschen mehr erwartet. Da bin ich ehrlich. Ne? Aber wie gesagt, man merkt die Quali, alles perfekt. Aber ich werde jetzt 2 Runde mit Soße selber machen. Das kann ja alleine sein, dass das Fleisch ein bisschen zu spät abgeschnitten wurde. Ne? Machst du einen? Ah, okay, dann mache ich einen vom Meister jetzt direkt, aber auch nochmal ohne Soßen. 2. Runde, 2. Chance vom Meister. Wenn du, sag ich mal, den gleichen Döner jetzt nochmal kriegst, auch vom Meister, das Ergebnis gleich ist, willst du dann nochmal einen mit Soße nehmen? Also wenn er gleich wäre schon, wenn er jetzt wirklich richtig reinzügeln würde, dann ist es nicht nötig. Okay. Aber ich will den Vergleich haben. Ja, nochmal. Ich glaube zum Beispiel sowas hier. Also egal, was jetzt beim Döner passiert, Döner-Teller wird ganz böse sein. Kann ich euch sagen, weil ich das Fleisch schon probiert habe. Wenn dann alles richtig läuft beim Abschneiden, dann wird es Endgegner sein. Guck mal, und wenn es schnell geht, muss auch mit Maschine gemacht werden. Das geht dann wohl nicht anders. Jetzt kommt der Meister. Er beobachtet, er guckt sich das an, er studiert den Spieß, bevor er schneidet. Da passiert ganz viel gerade da oben bei ihm.
Wenn ihr diesen Vergleich seht, er hat mit Pulver schon mal gearbeitet, ne? Brot ist weicher, ist nicht ganz so kross wie vorhin, was definitiv besser sein wird. War zu doll durchgebacken und auch nicht nur äußerlich, sondern ist nach innen hin, hat die Saftigkeit von innen genommen, dieses Flauschige. Weißt du warum? Der erste hat es im Ofen gemacht und der zweite hat es in diesen typischen Panini gemacht. Krass, dass sie sollte sich absprengen. Brot viel besser direkt. Es ist halt nicht das, was ich mir erhofft hätte. Überfährt, dass dieser kernige, durchdringende, einfach überwältigend tiefgehende Geschmack da reinkommt. Es ist halt relativ geschmeidig. Nicht schlecht, aber nicht kräftig. Deutlich stärker als der eben. Wirklich deutlich stärker. Jetzt wird es wirklich zu einer Komposition. Jetzt wirken Zwiebel, Fleisch, auch das Pulver, was sie drauf gemacht haben, was ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, ist ja oft noch ein bisschen Salz mit drin in diesem Pulver, ne? Oder hat so noch Salz drauf gemacht, ich weiß nicht. Aber er kommt definitiv besser. Unbedingt mit Pulver essen, meine Empfehlung. Ist allerdings sehr tomatig, weil wir viele, viele Tomaten hier haben. Also Brot merkt man auch wirklich, es ist ein Qualitätsbrot. Du merkst diesen Bäckercharakter, den du beim normalen Brot nicht hast. Ganz geschmeidig steigt sich da einfach ein schöner, wärmender, wohltuender Brotgeschmack ein. Ich werde Folgendes machen, Leute, Bewertung gleich. Ich werde den Hähnchendöner noch probieren. Das mit Soßen kann ich mir einigermaßen ausmalen. Brauchen wir nicht, aber der Hähnchendöner hat auch noch mal maximal Potenzial. Ich werde den eben aufsnacken, dann gibt es noch eine Runde Hähnchendöner. Sehr schön, dann komme ich gleich wieder rein. Ja, bis gleich. Guckt euch an, der sieht schon mal gut aus. Ja, das muss noch mal ganz schnell sein hier, Leute. Es kann sein, dass das hier wirklich noch mal die Wucht ist. Oh. Tolles Tzatziki, tolles Fleisch, intensiver Geschmack, super Würzung. Sieht nicht nur gut aus, schmeckt auch gut. Ja, muss ich wirklich sagen, einer der besten Hähnchendöner, die ich bisher gegessen habe. Brot ist halt, würde noch mehr gehen. Aber rein vom Fleisch, super. Also Gesamtperformance leidet ein bisschen am Brot trotzdem noch, ne? Das muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz stark. Wir sehen uns bei Bewertung gleich von allen drei Dönern. Bis gleich. Kurz und schmerzlos. Ihr habt verschiedene Aussagen von mir zum Brot gehört. Es war einfach, das eine Mal war es perfekt, nicht zu kross. Zwei Male war es einfach zu durchgebacken, nicht weich mehr genug. Ist an sich ein vernünftiges Brot, aber es ist einfach wiederum auch nichts, was jetzt oben mitspielen kann. Genauso wie das Fleisch, muss man leider sagen, einfach nicht genügend Wumms hat. Döner 3 Hähnchendöner kann ich nicht mehr als eine 8 von 10 Punkte geben. Bei den beiden Dönern werde ich einfach jetzt das bessere Mal. Das zweite Mal ist es für mich eine 7,6. Ich kann es nicht stärker geben, weil nicht genügend Wumms ist, weil leider das Brot nicht genügend performt. Es hat einfach die Intensität gefilmt. Es ist immer noch für mich ein leidenschaftlich super Döner und ich würde es lieben, diesen Döner bei mir zu haben. Aber man muss auch einfach sagen, rein vom Geschmack, ohne jetzt diesen Quali-Faktor so doll einzuspielen, hat es leider nicht viel mehr gelangt. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr belohnt dieses Video mit einem Daumen oben. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da